Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Heute mal etwas ein anderes Video, damit ihr mich einfach besser kennenlernt und etwas mehr über mich erfahrt. Hier 16 Fakten über mich. Erstens, ich habe einen Zwillingsbruder. Wäre ich ein Junge, würde ich Matthias heißen. Ich hatte früher extrem viele Knochenbrüche als Kind, insgesamt 8. Ich kann essen, was ich will, ich nehme kaum zu. Ich höre gerne die Musik von Xavier Naidoo und besonders gerne das Lied von dem YouTuber Alex Boye. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das Lied macht richtig Laune und heißt Let Me See Your Smile. Ich liebe die Serie Suits, Sherlock Holmes, Lie to Me, also alles so Fälle, die aufgeklärt werden und wo man sogar noch was lernen kann. Ich bin schon mal mit Delfinen geschwommen und Riesenschildkröten in Ägypten. Richtig cool. Ich liebe es zu schnorcheln und bin total fasziniert von der Fischwelt. Mein Spitzname ist Conny. Ich bin verlobt und heirate demnächst. Meine Lieblingsfrüchte sind Kaki und Banane. Meine Lieblingsfächer in der Schule waren Kunst und Sport. Ich trage so gut wie nie hohe Schuhe, da ich 1,80 groß bin. Ich mache vieles auf den letzten Drücker. Einmal hatte ich keine Lust für die Arbeit zu lernen und bin um 4 Uhr morgens aufgestanden, um den Stoff noch irgendwie zu lernen. Ich bin morgens am produktivsten und schaffe dort am meisten. Früher als Kind wurde mir beim Autofahren immer schlecht. Ich musste in der Mitte sitzen und auf die Straße gucken. Oft wurde angehalten, weil ich brechen musste. Manchmal bin ich echt tollpatschig. Einmal wollte ich mir im Geschäft einen geschnitzten Elefanten angucken. Beim Runternehmen bin ich gegen einen runterhängenden Schnörkelteil gekommen. Der ist irgendwie runtergefallen, hat eine Giraffe mitgezogen, die ich dann geköpft habe. Aber alles halb so schlimm. Ich liebe Action, habe schon mal einen Tandemsprung gemacht. Mega aufregend, aber ein extrem cooles Gefühl, der freie Fall. Das waren 16 Fakten über mich. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr noch gerne wissen wollt über mich, ob ihr solche Videos gut findet und ob ich mehr über mein Leben erzählen soll. Like das Video gerne, teilt es mit anderen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, ciao.